Leute, ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Ich habe hier gerade meine Kopfhörer drauf, denn ich bin dabei, den neuen Podcast zu schneiden für, was haben wir denn heute? Heute ist Dienstag, der, komm, jetzt haben wir mal das, 11. Juni, genau. Boah, einmal weiß ich das Datum, nur weil ich gerade meinen Laptop vor mir habe. Ja, wir haben heute Dienstag, das heißt, morgen kommt ein neuer Podcast online und den schneide ich gerade. Da geht es jetzt um Beziehungen, beziehungsweise frühere Beziehungen, die Kathi und ich so geführt haben. Was da so passiert ist, was wir daraus gelernt haben, was wir auf gar keinen Fall mehr haben wollen oder so. Also das ist sehr privat, aber auch sehr interessant. Also die Links zu unserem Podcast sind in der Infobox. Ach, das war halt zum Beispiel so eine Situation, die war so bescheuert, wo ich mir heute denke, was hast du denn da eigentlich gemacht? Und mit dem, da waren noch mehr Situationen, wo ich mir heutzutage denke, oh mein Gott, bist du dumm gewesen. Ja, wenn wir schon bei dumm sind, kommen wir mal zu mir. Ja, und das werde ich jetzt erst einmal machen und dann melde ich mich später nochmal bei euch. So, ich bin fertig. Der Podcast ist jetzt hochgeladen, er geht dann morgen online. Also Mittwoch für euch ist das dann, ist ja schon online. Fremdgehen, Eifersucht und ausgenutzt werden, was wir aus unseren früheren Beziehungen gelernt haben. Wir erzählen euch generell in unserem Podcast immer sehr private Sachen letztendlich, aber irgendwie ist es da nochmal was anderes. Also es ist echt nochmal was anderes, so einen Podcast aufzunehmen, als zum Beispiel zu vloggen oder so. Deswegen, ja, da fühlt man sich ein bisschen, ne, vielleicht sicherer, könnte ich sagen. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn ihr mal reinhören würdet. Da kommt nämlich auch noch einiges auf euch zu und ja, deswegen seid auf jeden Fall ein Teil unserer Podcast-Familie. So, jetzt wird aber der Laptop zugeklappt. Wir haben jetzt 11 Uhr. Ich muss jetzt mal von der Couch runter und duschen gehen. Denn wir müssen gleich noch einkaufen, Philipp und ich. Wir fahren nämlich heute noch zu Barbara und Hendrik ins neue Haus. Vielleicht habt ihr das ja bei den beiden mitbekommen. Die sind umgezogen, beziehungsweise haben halt ein Haus gekauft. Und ich freue mich so sehr, die da heute zu besuchen und mir das Ganze mal, ja, in real life anzugucken. Weil allein auf Fotos und Videos ist dieses Haus einfach ein Traum. Ein Traum, sage ich euch. Deswegen, ja, bin ich schon sehr gespannt. Wir müssen auch noch ein Geschenk besorgen. Ich habe gestern, um ehrlich zu sein, erstmal gegoogelt, was man denn zu so einem Hauskauf oder so einem Umzug überhaupt schenkt. Und ich habe da halt gefunden, dass es so eine Tradition gibt, dass man Brot, Wein und Salz schenkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Aber das google ich noch. Und da haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht so einen kleinen Fresskorb zusammenstellen, weil es ist halt super schwierig, uns gegenseitig was zu schenken, weil wir natürlich irgendwie schon so gefühlt alles haben. Deswegen denke ich, ist das eine ganz schöne Idee. Und das ist jetzt ja auch noch nicht so ein Einzugsfest oder sowas. Wir kommen einfach vorbei, um halt ein bisschen zu helfen. Ich will der Barbara helfen, den Kleiderschrank so ein bisschen zu sortieren, beziehungsweise, ich glaube, die hat noch gar keinen Kleiderschrank. Mal schauen. Und ja, vielleicht gucke ich dann mal, was ich sonst noch so finden kann, wenn sie wirklich so eine Art Einzugsfeier machen. So, jetzt muss ich aber wirklich mal duschen und mich fertig machen, weil sonst wird das heute alles zu spät. So, wir waren jetzt gerade schon bei Teddy und ich habe jetzt hier so ein Körbchen gefunden, genau wie ich mir das vorgestellt habe. Und einfach noch so ein Schneidebrett. Ich dachte, das passt irgendwie ganz gut zu dieser Brot-Salz-Wein-Geschichte. Leider, ich wollte eigentlich noch so Stroh oder so haben, damit man das so ein bisschen ausfüllen kann. Das gab es jetzt aber leider nicht. Ich schau mal, vielleicht... Genau, wir können einfach was aus deinem Kopf nehmen. Das ist eine ganz gute Idee, hör mal. Schaut mal, das ist jetzt unser kleiner Präsentkorb. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ist halt vielleicht ein bisschen viel Papier hier drumherum, man sieht gar nichts.
Ja, da haben wir halt einen Wein reingetan. Dann habe ich hier noch so ein schönes Salz. Da sind auch noch so Kräuter drin. Und halt ein Brot. Irgendwo da. Da. Und halt dieses Brettchen. Das habt ihr ja schon gesehen. Ja, einfach in so einem Korb mit ein bisschen Folie drumherum. Und jetzt können wir los. Kommst du denn auch mit? Ja, kommst du mit? Dann komm. Milo kann es kaum glauben. Komm, Milo. Und hier kurzes Update. Das sind übrigens mittlerweile Philips Tomatenpflanzen. Jo, die sind auf jeden Fall... Ja, Ackerbruder. Ihr könnt ihn gern auf Instagram folgen, falls ihr das Leben der Tomatenpflanzen und der vielen anderen Pflanzen bei uns verfolgen möchtet. Dafür müssen dementsprechend sieht es hier auch aus. Dieses Mal dran denken, ob eventuell den Kanal unten drunter. Ja, ich verlinke das mit Sicherheit. Oh. Something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man. Leute, wir sind angekommen. Als wir schon vors Haus hier gefahren sind, habe ich, sorry, das ist jetzt nicht jugendfrei, habe ich gesagt, ich kriege einen Orgasmus. Weil es einfach so schön ist, oh Gott. Hallo. Mein Gott, ihr habt das geilste Haus ever. Ja, mein Gastgeschenk bekommen. Das habe ich natürlich schon gezeigt. Okay. Ja, vielen Dank dafür, das ist echt mega cool. Kein Problem. Milo erkundet auch schon das Haus. Oh, das sieht so süß aus hier drin, so klein. Oh. Gut, und Maya ist da in ihrem Körbchen. Komm, ich sag mal, Maya, hallo. Hi. Na du? Wie ist die Lage? Wie findest du das neue Haus? Hm? Boah, Leute, es ist einfach so unglaublich schön hier. Es ist so geil. Ich finde den Boden geil. Ich finde diese Riesenfenster geil. Diese Deckenhöhe geil. Barbara geil. Hund geil. Alles geil. Den Garten geil. Den Hundenapf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh. Ich muss erstmal alles noch genau angucken. Ich habe schon angefangen, alle Schränke zu öffnen. Ja, klar. Jetzt kommt so reingekommen, sagt so Hallo und geht erstmal in die Küche, macht alle Schränke auf. Richtig geil. Nee, ihr wisst ja, dass ich mich halt auch so voll für sowas interessiere, so für Wohnungen und Häuser und sowas. Ich liebe ja sowas einfach. Ja. Da muss ich mir das immer ganz genau angucken. Ja, genau. Und noch fancy Salz. Vielen, vielen Dank. Und das Körbchen wird gleich noch irgendwo eingerollt. So, wir haben jetzt gerade die Haustour abgeschlossen und haben uns hier alles von oben nach unten, draußen, drin, uns alles angeschaut. Entschuldigung. Was ist mit dir los? Ich war schon wieder bei Haustür. Gläser. Nein, Haustour. Ich bin schon wieder eine richtige Chilischote, ne? Ja, wie immer. Warum? Können die Leute wieder kommentieren. Warum ist Finn so rot? Ja, weil du rot? Auch wieder aussiehst wie ein weißer Wanderer, dann ist auch klar, dass ich wieder aussehe wie so ein... Oh, ja, auf jeden Fall. Ich bin verliebt. Danke. Ich überlege schon, wie ich die zwei hier irgendwie rauskriege, damit wir dann einziehen können. Wir können nebenan einziehen. Das ja. So cool. Und das Haus nebenan, aber das sieht nicht so gut aus. Nee. Nee. Wenn dann das auf der anderen Seite nebenan. Das sieht recht gut aus. Mal gucken, wie wir die Leute da rauskriegen. So, das hier ist das Ankleidezimmer von der Barbara. Beziehungsweise vielleicht Schrägstrich Gästezimmer, Schrägstrich Schminktisch, Zimmer, Schrägstrich, tausend andere Sachen, die sie gerne hätte. Ja, und das wird niemals ausreichen. Nee. Ja, und hier seht ihr, sind einige Umzugskartons. Wir wollen jetzt mal die Sachen auspacken und mal auf Stangen hängen. Aber ich habe gerade schon mal so Gedanken spielen lassen, wie ich das hier einrichten würde. Ich könnte mir hier so eine schöne Pax-Schrankwand vorstellen, übers Eck hier bis zur Tür. Und ich sag's euch, es wird so gemacht, wie Kathi es sagt, weil die das hört sich an, es wird gemacht, wie Kathi es sagt. Aber freiwillig, ich find's ja gut. Ich find's ja gut. Ja, und hier vielleicht dann die Billys, die sie ja schon hat, die hier stehen, würde ich vielleicht einfach aufeinander stapeln und dahin machen. Und dann hatten wir ja einen Schlafcouch oder so überlegt. Also du. Ich auch. Und natürlich einen großen Spiegel. Ich weiß nicht, ob der reicht. Nee. Den wollte ich sowieso noch mal neu lackieren und so, weil mir der so ein bisschen zu schwarz geworden ist. Der ist so angelaufen. Ah, okay. Ja, also das wird noch ein DIY-Projekt. Ja, okay, let's go. Wuhu.
So, Update. Wir haben jetzt hier so ein bisschen aufgeräumt und halt alles aufgehängt, was ging, weil wir haben nicht so viele Kleiderbügel gehabt. Wir haben jetzt die ganzen Billys erstmal an die Wand gestellt und die Kleiderstangen hier hin. Und dann haben wir hier noch ganz viele Sachen gestapelt und so. Hi, Miley. Und die Männer draußen haben gerade so eine Pumpe wieder ans Laufen gebracht von diesem Teich da. Wenn der wüsste, dass ich das gerade filme. Und jetzt wollen sie den Rasen mähen. So. Barbara und ich, wir gehen jetzt erstmal mit den Hunden Gassi und dann überlegen wir, ob wir noch zu Ikea fahren. Weil ich habe natürlich schon so eine Traumvorstellung, wie ich dieses Ankleidezimmer einrichten würde. Ich würde hier wirklich alles voller Schränke machen und würde hier dann ganz toll so ein Mädchentraum reinmachen. Und da wollen wir vielleicht gleich mal bei Ikea gucken, was es da mittlerweile so für Möglichkeiten gibt. Und das vielleicht auch schon mit so einem Planungsding da mal durchplanen. Oh, jetzt wird Rasen gemäht. Sehr schön. Die beiden, voll süß. So, wir haben jetzt mittlerweile schon 7:30. Eigentlich wollten Baro und ich heute noch nach Ikea fahren und wollten mal nach Kleiderschränken gucken und so Sachen. Aber dann wollten unbedingt Hendrik und Philipp in den Baumarkt und die waren ungefähr ewig weg und deswegen hat es sich nicht mehr gelohnt. Schade. Ich hätte echt Bock gehabt auf Ikea. Ich auch. Naja, können wir das nächste Mal machen. Es wird noch... Oh, Mama, das ist hier ein jugendfreier Vlog. Bist du sicher? Bist du dir ganz sicher? was ich sagen wollte, es wird auf jeden Fall bestimmt auch noch später irgendwas zu tun geben. Ja. Gerade bei so einem ganzen Haus, das muss ja auch erstmal komplett eingerichtet werden. Was hat man, Freunde? Hätte nur ausgenutzt. Oh Gott, ich hätte 2% nehmen das ernst. Es nehmen immer irgendwelche Leute Sarkasmus ernst. So, aber jetzt... Hendrik hatte im letzten Vlog gesagt, ich will euch alle nackt sehen. Nackt! Wir bestellen jetzt Pizza und wir haben Wein. Prost. Auf euer neues Zuhause. Oh. Bist du drauf? Bin ich drauf? Ja. Philipp und Hendrik sind jetzt irgendwo noch in der Garage beschäftigt. Die wollen da jetzt noch was einbauen, aufbauen oder keine Ahnung was. Und ich werde jetzt mal hier den Tisch decken. Denn wir haben uns Essen bestellt sozusagen, also zum Abholen. Und die Barbara ist es jetzt gerade holen. Und in der Zeit versuche ich jetzt mal den Tisch zu decken. Jetzt muss ich nur halt die Teller und so finden. Also da ist der Kühlschrank. Da ist, glaube ich, die... Oh, wie geht das überhaupt? Ah, so geht das auf. Nee, falsch. Ach nee, Moment, ich glaube, die Teller sind da. Ja, das sieht gut aus. Nehme ich doch mal die Teller hier raus. Okay, das ist ganz schön schwer mit einer Hand, Leute. Ah, scheiße. Da sitzen die beiden, ja. Da sitzen die beiden und trinken Bier. Oh, er hat mich entdeckt. Hallo, Freunde der guten Unterhaltung. Ja, mich gibt's auch noch. Ich war heute genauso wie Hendrik in Barbara und Hendriks Vlog wahrscheinlich auch noch überhaupt nicht zu sehen. Und jetzt sieht man uns beim Essen. Was haben wir heute gemacht? Wir haben heute einiges gemacht. Ich weiß gar nicht, was Kathi alles festgehalten hat. Nur das von uns eigentlich. Natürlich, also nur Kleidungsstücke, Kleiderbügel und Kisten. Und Hendrik und ich haben den männlichen Part des heutigen Tages übernommen und den Garten so einigermaßen auf Vordermann gebracht in Form von Rasenmähen und der unfassbar genialen und großartigen Leistung der Teichpumpe. Weil die Teichpumpe war defekt, oder was heißt defekt, sie hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert die Teichpumpe. So, wie das... Ja, Applaus. Ja, du kannst auch gut machen. Wie wir das geschafft haben, haben wir natürlich nicht festgehalten, weil es wahrscheinlich keinen von euch interessiert. Wie dem auch sei. So, wir sind fertig für heute. Feierabend ist eingeläutet, Getränke sind kalt und Essen ist heiß. Deswegen wird jetzt erstmal gefuttert. Und die Pizza noch hier. Es gibt Pizza. Hendrik und ich teilen uns diese hervorragende... Oh Gott im Himmel. Diese supergeile 40 cm Familien 4 Käse-Pizza. Dazu gibt es einen entspannten Salat und die Mädels haben Nudeln mit Pilzen. Ich habe Sahnesoße und Pilze. Kathi hat Gratinati. Gratinati. Überbacken ist rot. Ja, überbacken rot. Ist lecker, ne? Yum, 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 yum. Fürs Gewissen.
Ja, und Henrik ist gerade noch irgendwas wegräumen. Henrik? Ja. Ah, jetzt können wir essen. Jetzt können wir essen. So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Oh, ich bin richtig müde. Wir haben jetzt irgendwie 12 Uhr. Und ja, es war wirklich ein sehr schöner Tag bei Barbara und Henrik. Und wir wollen auf jeden Fall jetzt auch bald wieder hinfahren, weil ich gerne mit Barbara noch so ein paar Sachen einrichten wollen würde und so. Wir haben jetzt heute, um ehrlich zu sein, nicht viel gemacht, aber es ging auch nicht, weil sie halt noch keine Möbel hat. Deswegen, ja, also zumindest in meinem Kleidezimmer halt nicht so wirklich. Ja, und auch, keine Ahnung, auf jeden Fall war es sehr, sehr schön. Und gerade kam noch ein Buch für mich an. Denn ich bin im Moment so wirklich nochmal ins Lesefieber gekommen, was mich sehr freut. Ich habe immer sehr gerne gelesen, aber ich gehe immer so durch Phasen, wo ich irgendwie überhaupt nicht so die Ruhe dazu finde. Und jetzt habe ich mir nochmal über das lange Pfingstwochenende habe ich nochmal 2 Bücher durchgelesen und jetzt habe ich mir noch ein neues bestellt bei Amazon, weil es das leider nicht in der Bücherei gab. Das heißt Caroline and West. Überall bist du, ihr könnt ja selber lesen. Boah, ich bin müde. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf. Soll sehr gut sein, habe ich gehört. Und ich liebe halt einfach solche Bücher, die man so leicht lesen kann. Also ich bin jetzt nicht so ein Thriller-Leser oder so. Ich mag halt gern so Liebes Romane oder sowas, wie man das auch immer nennen möchte. Falls ihr auch sowas gerne lest, also solche ganz chilligen, leicht zu lesenden Sachen, die einfach nur so schön sind oder ein bisschen traurig mit Happy End und sowas. Leute, ich habe jetzt ein Buch gelesen, da war ich so verliebt dran, ich konnte nicht aufhören. Und zwar ist dieses hier. Das ist von Kelly Oram, Cinder und Ella. Oh, es war so schön. Also das kann ich euch nur empfehlen. Lest das auf jeden Fall. Ich bleibe einfach jetzt hier in der Hocke. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.